Es ist wichtig, dass man auf Baustellen sorgfältig und fachgerecht mit dem Boden umgeht, dass man auch nach den baulichen Eingriffen entsprechend als Boden verwerten kann. Wir sind hier bei der neuen Umfahrungsstrasse Mellige. Das Projekt wird bodenkundlich von Anfang bis zum Ende begleitet. Das heisst von grüner Wiese bis zu grüner Wiese. Im Ausgangszustand nehmen wir die physikalischen Eigenschaften des Bodens auf und schauen, ob es allfällig chemische oder biologische Belastungen hat. Das fließt nachher in die weitere Planungsphase, in die Submission ein und auch in die Ausführungsphase. Im Abschluss schauen wir, dass der Boden entsprechend wiederhergestellt und rekultiviert wird. Bei der bodenkundlichen Baubegleitung ist es wichtig, dass man trotz engem Terminplan und schwierigen Witterungsbedingungen konstruktive Lösungen mit den verschiedenen beteiligten Akteuren findet.